Okay, es geht jetzt mal wieder mit RKS weiter. Ich habe jetzt wieder bis Iris Stage 3 gespielt und versuche das jetzt einfach nochmal. Jetzt weiß ich nämlich so ungefähr, wie es gehen soll. Was aber natürlich noch lange nicht heißt, dass ich es schaffen werde. Dummerweise weiß ich nämlich nicht, welcher Boss wo ist. Ich gehe einfach mal hier lang. Okay, hier muss ich schon mal den Freudenstachel rausholen. Was? Oh nein, die hat mich ja getroffen. Wie hat sie das denn geschafft? Okay, es ist ja aber erledigt. Mal sehen, wer als nächstes kommt. Oh je, die ist ein schwerer Gegner. Da muss man, glaube ich, den Klagerharnisch benutzen. Der aber nie trifft, wenn ich ihn benutze. Vor allem der Goldschwert ist viel zu gut, wenn sie es hat, und viel zu schlecht, wenn ich es benutze. Aber sie ist das erledigt. Jetzt kommt auch noch diese nervige Wassernixe. Geisterwand bereit gemacht. Ah! Ding! 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 Boah, fast hätte die mich weggehauen. Ja, jetzt kommt der Büschelkopf. Der sogenannte Flügelbüschelkopf. Oh je, jetzt kommt der Sichtmeister. Das ist ein ziemlich schwieriger Gegner. Nerviges Nix-Treff-Rollschwert bereit gemacht. Mit dem Teil treffe ich nämlich nie. Klang, klang. Ah, okay, Glück gehabt. Oh je, jetzt kommt die schwer. Vor der habe ich irgendwie Angst, weil ich will meine Bomben nicht verböllern, weil ich ja weiß, dass ich die für die Iris-Maschine brauchen werde. Ich versuche mal Geisterwand gegen die. Hör, oh nein, die ist ja fast leer. Ah, okay, aber das hat funktioniert. Der hat jetzt einige Striche verloren. Dann kommt jetzt mal ein Freudenstachel. Ja, mein Superfreudenstachel zeigt der jetzt. Obwohl der eigentlich gar nicht gut ist gegen die. Aber jetzt brauche ich natürlich einen E-Tank. Freudenstachel einlös! Bella, bella, bella! Bella, bella, bella! Ähnlich ist es zu Staub zerfallen. Okay, jetzt müsste eigentlich die Lust kommen. Obwohl. Bin mir nicht sicher. Nee, ich bin in den falschen Teleporter gegangen. Egal, ich mache die geplante Zukunft bereit. Bei der ist der Strichebalken immer rot und bei den anderen nicht. Frag mich, wie das kommt. Ratatatatata. Ist das eigentlich überhaupt sinnvoll, bei der Dauerfeuer zu machen? Oder sollte man jemand nach einem Schuss warten? Okay, jetzt kommt natürlich wieder mein Freuden. Stachel, wollte ich sagen. Wie man den Dingern ausweichen soll, keine Ahnung. Das geht eigentlich überhaupt nicht. War, bloß nicht wieder failen, so wie in meinem Original-LP. Ah, das ist die richtige diesmal. Weg mit dir, du nerviger Freud, ja. Du freust überhaupt nicht. Nerv die vielleicht mal. Ähnlich ist sie zu Staub zerfallen. Okay, und dann kommt jetzt noch die Lust. Die sollte jetzt antiklimatisch sein.
Eigentlich finde ich die Lust sogar dann nicht so schwer, wenn man als Roller spielt. Ehrlich gesagt. Okay, jetzt kommt die voll nervige Iris-Maschine. Ich habe nur 5 E-Tanks übrig. Die Iris-Maschine nervt nämlich einfach mal voll. Piu, 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 piu. Feuerpower! Feuer ins Arschloch! Okay, jetzt brauche ich natürlich die Bomben. Bumm! Ah! Oh nein, jetzt hat mich die Iris-Maschine getroffen. Deshalb habe ich jetzt nämlich auch noch Striche verloren. Bombe einlösen! Ja, Glück gehabt, die Bombe hat getroffen. Achso, nein, die Iris-Maschine hat mich auch noch umgerammt. Nun, jetzt hat meine Bombe nicht getroffen. So ein Mist. Ich brauche lauter E-Tanks. Vielleicht soll ich eine Lilly einlösen. Dann müsste ich mich nämlich nicht dauernd ums Zielen kümmern. Cheerio! Das ist die Iris-Maschine zu Staub zerfallen. Okay, ich frag mich jetzt, ob ich nochmal E-Tanks farmen soll vor dem letzten Level oder ob ich es auch so schaff. Nämlich die Iris hat beim Apos seinem Let's Play gar nicht mal so schwer ausgesehen. Und die Stage ist auch ein Witz. Ja, das heißt ja tatsächlich Last Stage. Okay, wo war denn hier der E-Tank? Achso, der kommt glaube ich erst. Hä? Wie aktiviert man den Drache? Ach so. Okay, da war der E-Tank und weil meine Waffenenergie aber nicht voll ist, werde ich mich jetzt killen. Das Problem ist, jetzt habe ich so viele Ups, die muss ich jetzt eigentlich alle absichtlich verballern. Das nervt. Egal, mache ich das halt schnell. Und dann hole ich den E-Tank nochmal und dann mache ich es aber wirklich. 5 E-Tanks reichen hoffentlich für die Iris. Ja, ich weiß, jetzt ist es ein bisschen langweilig, wenn man mir zugucken muss, wie ich dauernd absichtlich aus dem Bild springe, damit ich den E-Tank nochmal krieg. Aber wirklich erzählen kann ich jetzt eigentlich auch nichts. Außer, also, dass mir klar ist, dass ich als Roller nie so weit kommen werde. Die Crosswall wäre zwar noch irgendwie möglich, aber... Dann gibt's dieses Problem mit der ewigen Dunkelheit in der Separin-Stage. Wenn einem da die E-Tanks ausgehen, dann kann man sich auch genauso gut erschießen. Hä? Der Game-Over-Screen sieht ja mal aus. Das sieht irgendwie von Level zu Level cooler aus. Okay. Jetzt gilt's aber. Okay, die Waffenenergie ist wieder voll. Jetzt gilt es, diese Iris aber zu besiegen. Natürlich weiß ich auch, was die ihre Schwachstellen sind. Also insofern soll es möglich sein. Nämlich die kommt hier komischerweise sogar schon. Normalerweise würde man erwarten, dass da noch ein endlos langes Level ist. So, ich kann nichts mehr steuern. Okay, dann werde ich jetzt wohl die Lilly bereit machen. Und dann hoffen, dass die in der Lage ist, die Iris zu besiegen. Und ansonsten pumpe ich einfach immer E-Tanks. Lilly einlösen! Ah, da ist die. Diese blöde Schlampe. Was? Hä, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe gar keine Lilly gehabt, sondern eine geplante Zukunft.
Aber leider hat die Zeit nicht angehalten. Toll. Das wollte ich jetzt nämlich gar nicht. Jetzt zeige ich, du Schlampe. Genau, ich mache aufgeladene Schüsse. Ziehen wenigstens schön was ab. Ja, aber diese komische Irisi ist ja nie an einer Stelle, wo ich sie treffen kann. Ah, jetzt. Was? Das war ja gar nicht mehr aufgeladen. Warum denn nicht? Ja, nein, es wird die aber, glaube ich, zu so einem nervigen Engel. Was? Wo kommt die? Ah, da oben. Was? Oh nein, jetzt hat mich die Iris nämlich auch noch getroffen. Ich nehme lieber mal einen E-Tank. Ey, die soll endlich wieder herkommen, damit ich sie treffen kann. Ah, da ist sie. Ratata, ratata. Oh nein, die ist direkt in mir, also nehme ich einen E-Tank. Weil ich will jetzt auf keinen Fall sterben. Na, endlich ist aus dem Bild gesprungen. Ja, nur schade, dass man jetzt nicht sieht, was aus der Iris wirklich wird. Ob die jetzt endgültig zu Staub zerfällt oder nur ins Gefängnis kommt oder sonst irgendwas. Naja, auf jeden Fall habe ich es jetzt endlich geschafft und eigentlich war es gar nicht mal so schwer. Also auch zu dieser Iris Stage 3 jetzt nochmal hinzukommen, habe ich locker geschafft eigentlich. Hab keinen E-Tank für die Spinne gebraucht und ich glaube 2 Stück für den Golem, den ich auch auf Anhieb geschafft habe. Das war halt nur beim ersten Versuch so, dass ich da Real-Life-Probleme gehabt habe und deshalb hatte ich da dann nicht den Nerv, nochmal neue E-Tanks in der Iris Stage 3 zu farmen, um das alles nochmal zu machen. Und weil es leider nicht für jede einzelne Stage ein Passwort gibt, muss man dann von ganz vorne losgehen und da hatte ich auch die ganze Zeit keinen Nerv zu, aber jetzt habe ich es ja geschafft. Und die sind natürlich tolle Freundinnen, die haben mir so richtig viel geholfen im ganzen Spiel. Man hat nämlich nur gegen die kämpfen müssen. Und in einer Cutscene hat einem die Freud ja geholfen und ansonsten waren die nur Endgegner. Nämlich laut Wikipedia sollen das eigentlich der Spiritia ihre Freundinnen sein. Was ist nur ihnen die alle gefahren, dass sie alle, also alle 8 von denen, plötzlich was gegen die Spiritia gehabt haben. Vor allem, wie kommt es, dass die Freudia so selten lacht, obwohl sie doch die Freudia ist? Okay. Passiert da jetzt noch was? Oder muss ich jetzt was drücken? Hä, es gibt eine Clear Time? Ach so, und da kriegt man dann verraten, wie das mit der Grolla geht, aber das wusste ich ja eh schon. Ich soll 29 Stunden
Nee, das kann nicht sein. 29 Minuten wahrscheinlich. Und 36 Sekunden. Aber es stimmt ja auch nicht so wirklich, weil ich ein Passwort eingegeben habe, um bei Iris Stage 1 loslegen zu können. So, und hole ich da jetzt noch was speichern. Oh, wie geht denn das nochmal? Wenn ich wüsste, wo hier ist ein Leerzeichen ist. Ah, okay. Okay. Gut, dann ist dieses Let's Play jetzt zum Glück doch noch abgeschlossen. Ich habe schon gedacht, dass es für immer bei diesem Fail in Iris Stage 3 stehen bleiben müsst, aber ist ja jetzt zum Glück doch nicht der Fall. Also, vielen Dank fürs Zugucken und vielleicht mache ich in Goldschwert irgendwann mal noch weiter, aber das werde ich mit Sicherheit nie durchzocken, weil es nämlich einfach nicht geht. Also, ciao!